Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zum Let's Play von I Remember This Dream, ein Horror-Game. Ich werde den Link in die Beschreibung packen. Es ist gratis, könnt ihr euch runterladen und selber auch spielen, wenn ihr daran Interesse habt. Also ich packe es in die Beschreibung und ich sag schon wieder alles doppelt, weil ich immer noch nicht ganz auf der Höhe bin. Es geht mir gerade halbwegs gut und deshalb dachte ich, ich spiele mal was. Ist zwar recht spät, was ihr wahrscheinlich an dem Snoopy-Bademantel erkennt. Den kennt ihr ja schon. Oh, das ist etwas düster hier. Ich bin hier schon mal gewesen. Ach ja, ich nicht. Ich sehe diesen Traum jetzt jede Nacht. Okay, ich... Wo muss ich denn hin? Muss ich da hin? Das ist Rennen? Oh mein Gott, das ist Rennen. Wir sind nicht schnell. Dieser Wald sieht düster aus. Und jede Nacht ist zu einem wahren Albtraum für mich geworden. Umringt von sich ringelnden oder schlängelnden Ästen und ich war nicht schnell genug. Oh. Der Traum verschwindet, aber er kommt jede Nacht zurück. Ich habe das irgendwie... Wahrscheinlich war ich jetzt im Long-Dark-Modus und dachte, der See wäre zugefroren und ich könnte drüber laufen. Offenbar bin ich ertrunken. Das in keinster Weise peinlich ist. Also, nicht in den Long-Dark-Modus. Ja, ich bin ja schon mal gewesen. Ich sehe diesen Traum jetzt jede Nacht. Ich muss gucken, dass ich nicht in den See falle. Ja, genau. Wahrer Albtraum... Überall Äste bis in den dunklen, endlosen Himmel. Es gibt nur wenige Laute in dieser Welt, aber einer erschreckt mich am meisten. Das Geräusch von Glocken in der Ferne, die mich durch dieses Labyrinth leiten. Ich gehe nicht in den Fluss. Ich höre gar keine Glocken. Ich höre hier einige gruselige Geräusche, aber keine Glocken. Ich laufe jetzt einfach hier mal durch den Wald. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hinter mir etwas höre. Oder ob das nur meine eigenen Schritte sind. Und ich bin mir vor allen Dingen nicht sicher, ob ich es wissen will. Wahrscheinlich nicht. Hui, hügelig. Okay, ich gehe jetzt einfach. Das war definitiv etwas hinter mir. Ich weiß nicht, wie nah es hinter mir ist und ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, mich umzudrehen. Das kommt näher. Ich drehe mich jetzt um. Okay. Da war jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwie eine Brücke suchen müssen oder so. Denn dass ich nicht schwimmen kann, dürfte ich ja schon feststellen. Durfte, musste, wie auch immer. Der Fluss, der zieht sich hier ganz rum. Ich wünschte, ich wüsste, wo ich hin soll. Oh mein Gott, dieses Knacken, das ist, da ist definitiv... Zumindest soll es sich für mich so anhören, denke ich, seitens des Spiels, dass ich denke, da ist jemand hinter mir. Hier sieht es etwas lichter aus, aber da kommt auch nur wieder der Fluss. Ist hier vielleicht eine Brücke irgendwann mal? Nein. Ist das da ein kleines Boot? Das sieht aber kaputt aus. Ich glaube, damit kann ich nicht fahren. Okay, ich bleibe jetzt mal hier unten.
bin ja jetzt nie sehr nah an den Fluss rangegangen. Vielleicht habe ich dann von oben etwas nicht gesehen. Vielleicht gibt es hier unten dann irgendwie etwas hoch. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Die Texturen, die bauen sich manchmal etwas verspätet auf. Da dachte ich jetzt kurz, da wäre auf einmal eine Gestalt aufgetaucht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache etwas falsch. Aber ich bin nicht ganz sicher, was genau. Weil ich ja auch nicht weiß, was ich richtig machen müsste. Nicht zu nah ins Wasser. Ich gehe jetzt einfach. Wahrscheinlich gehe ich dann jetzt irgendwann auch wieder zurück zum Ausgangspunkt. Nicht, dass ich den Ausgangspunkt. Jetzt habe ich eine Glocke gehört. Wahrscheinlich sollte ich nicht die ganze Zeit quatschen. Ja, ich höre eine Glocke. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich der Glocke folgen sollte oder von ihr weggehen sollte. Denn er hat ja gesagt, dieses Geräusch macht ihn am meisten Angst. Macht ihm am meisten Angst. Macht ihn am meisten Angst. Oh mein Gott. Hallo? Ich gehe jetzt einfach weiter in die Richtung. Ich glaube, das Glockengeläut wird deutlicher. Ich kriege hier definitiv Long Dark Feelings. Deshalb, ich darf mich nicht dazu verleiten lassen, über Flüsse zu laufen. Nur weil das in The Long Dark möglich ist. Es sei denn, es ploppt die Warnung Thin Ice auf. Ja, Bim? Jetzt weiß ich nicht mehr, ob sie noch lauter wird, die Glocke. Zumindest wird sie nicht leiser. Was eigentlich merkwürdig ist, da ich in Bewegung bleibe, müsste sie entweder lauter oder leiser werden. Beides tut sie nicht. Dieses Knacken macht mich wahnsinnig. Irgendwas ist da hinter mir. Vielleicht wird sie lauter, ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal weiter. Oh, ich versuche sehr schnell zu gehen, aber zur gleichen Zeit vorsichtig über den Schnee, dem Schnee, um das Schweigen dieses Ortes nicht zu stören. Okay? So schweigsam ist dieser Ort nicht. Irgendwas knackt da, wie gesagt. Oh, das ist viel. Also, eigentlich müsste man meinen, man sollte in dieser Situation irgendwie Geräusche machen. Aber, also quasi um die Angst zu vertreiben. Aber er möchte halt eventuelle Bedrohungen hören können. Um das mal zusammenzufassen, was da stand. Aber ist schon richtig. Normalerweise würde ich an solchem Ort wohl... Ich habe vorsichtig oder genau auf das Geräusch unter meinen Füßen gehört. Ich konnte kaum atmen und habe nur gebetet, keine Schritte hinter mir zu hören. Ja, das Beten kannst du dir sparen. Ich glaube, da sind Schritte hinter uns. Ah, da steht dieser blöde Fluss. Ich erinnere mich jetzt an alles. Der Schnee, der Wald, die Kälte. Wie auch immer, sobald ich aufwache... würde diese kalte Welt sofort von meiner Erinnerung oder aus meiner Erinnerung verschwinden. Jetzt sind wir wieder hier. Aber ich glaube, wir gehen irgendwie richtig. Denn er redet ja. Also wir bekommen neue Informationen. Ich glaube, aus der Richtung kommt das Glockengeläut. Ich will mich wirklich nicht umdrehen, aber ich bin auch sehr neugierig, ob da was hinter uns ist. Moment. Wo kam das jetzt?
ist jemand hinter uns, da ist jemand hinter uns. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt so schnell sehen könntet, aber ihr könnt ja das Video pausieren und nachsehen. Ich schwöre, da ist jemand. Und oh mein Gott, wir können ihm jetzt nicht entkommen, weil ich schon wieder zum Fluss laufe. Da ist jemand hinter uns. Aber sowas von jemand oder etwas. Ich fürchte, ich werde das Video aufhellen müssen, bevor ich es hochlade, weil YouTube es meistens nochmal einen Tacken dunkler macht. Wo kommt denn diese Glocke jetzt her? Ich finde, hier sieht alles gleich aus. Ich muss mich also auf die Glocke verlassen. Oh, ich glaube, das etwas hinter uns wird schneller oder kommt näher oder wie auch immer. Und ich glaube so langsam, dass die Bäume hier so sich so langsam aufbauen, dass das irgendwie Absicht ist. Denn werden die Glocken lauter oder leiser? Ich habe keine Ahnung. Mein Gehör ist in der Tat nicht das Beste. Also, das musste ich mir schon oft sagen lassen und kann das nur bestätigen. Also, mein Gehör ist tatsächlich nicht mein ausgeprägtester Sinn, sagen wir es mal so. Wenn ich also auf mein Gehör angewiesen bin, bin ich mehr oder weniger verloren. Wird der Wald hier etwas lichter? Oder möchte ich das nur glauben? Etwas lichter aus, oder? Die Frage ist nur, ob das bedeutet, dass ich auf dem richtigen Weg bin oder ob das gar nichts bedeutet. Oh mein Gott. Und ich weiß, dass dieses gruselige Viech hinter mir ist, was auch immer genau es ist. Wo kommt diese Glocke her? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube von da. Ich sollte wahrscheinlich wirklich nicht die ganze Zeit quatschen, aber ich habe Angst und es ist ja ein Let's Play und es sind beides gute Gründe zu quasseln. Ja, ich habe schon wieder über die Glocke gequasselt. Nee, aber ich glaube, ich laufe in die richtige Richtung. Also vielleicht auch nicht, denn so langsam müsste er ja eigentlich mal wieder was sagen. Aber ich wüsste nicht, aus welcher Richtung es sonst kommen sollte. Ich höre das durchaus von hier. Ich meine, es kommt aus dieser Richtung. Ich hoffe, ich finde bald was, denn eigentlich muss ich sagen, Atmosphäre und Sound des Spiels gefallen mir sehr gut. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn man so ziellos durch die Gegend läuft und keine Ahnung hat, ob das die richtige Richtung ist, verliert sich sowas natürlich und die Atmosphäre geht so ein bisschen unter im Nervfaktor. Ich könnte nicht sagen, in welche Richtung ich besser laufen sollte, als in die ich gerade laufe. Oh, da ist was. Kann ich mich hier irgendwie verstecken? Hat das Ding einen Eingang? Jo. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Wirklich dunkel. Das ist der Typ aus dem Wald. Das war auch so ein Kapuzenviech, glaube ich. Ich habe ihn nur kurz gesehen, weil ich dann in Panik weggerannt bin. Aber, oh mein Gott, war das nicht gut, hier reinzugehen? Aber dieser Ort ist nicht nur ein Teil meiner Vorstellung. Ich bin wirklich hier gewesen. Ah ja. Das kann nicht schön gewesen sein. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Ich finde hier nicht mehr raus. Oder? Ah, da geht's raus. Hoffe ich. Jetzt höre ich die Glocke deutlicher.
Könnte ich die Glocke nochmal hören? Da? Keine Ahnung. Oh, ich bin jetzt irgendwie schneller als vorhin. Doch nicht mehr. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Traum und Wirklichkeit überkreuzen sich nicht. Ich sehe den Traum nur, während ich träume. Oder die Traumwelt nur, während ich träume. Aber es ist ganz anders in der wirklichen Welt. Ja gut, das ist ja nun mal der Witz bei Traum und Realität, dass sie sich unterscheiden. Träume sind per Definition nicht die Realität. In einigen Teilen meiner Erinnerungen, die in gewisser Weise zwischen der die Grenze zwischen Traum und Realität überschreiten, geben mir die Sicherheit, dass ich in einem Traum bin. Was? Das verstehe ich nicht. Egal. Muss ich ja auch nicht. Ich bilde mir mal wieder ein in die richtige Richtung. Das sind alles kleine Teile meiner Erinnerung aus der Vergangenheit. Okay. Das habe ich gehört. So. So schlecht sind meine Ohren nicht. Ich war 12 und in der 7. Klasse. Die regionale Schule war wirklich weit weg von dem Dorf, in dem ich lebte, mit meinen Eltern lebte. Stundenlang musste ich zur Schule laufen. Oh mein Gott, wenn das der Schulweg meines Sohns wäre, ich würde durchdrehen als Mutter. Vor Angst. Das würde ich nicht erlauben. Glocke, bitte. Nein. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Jeden Morgen begleitete meine Mutter mich durch die Wälder zur Schule und ist jeden Abend zurückgekommen, um mich wieder nach Hause zu bringen. Das kann ich gut verstehen. Durch diesen Wald würde ich mein Kind auch nicht alleine laufen lassen, stundenlang. Gut, man kriegt natürlich nichts erledigt, wenn man den ganzen Tag durch die Gegend läuft, um sein Kind zur Schule zurückzubringen. Aber ich würde keiner Mutter einen Vorwurf machen, die dann den ganzen Tag nichts geschafft kriegt, weil sie nur ihr Kind zur Schule bringt und zurück. Bim? Es ist echt dunkel. Jetzt kommt es aus dieser Richtung, glaube ich. Rede ich mir ein. Ah, da ist schon wieder der Fluss. Habe ich mir offenbar falsch eingeredet. Jetzt bin ich mir fast sicher, sie aus dieser Richtung gehört zu haben. Soll das dann die Schulglocke sein, irgendwie? Also, ne, wir sind ja... Träumen ja zumindest unseren Schulweg offensichtlich. Also, eventuell ist das einfach die Schulglocke. Ach, ich kann ein bisschen schneller gehen, wenn ich einmal die Hand von der Shift-Taste nehme und dann wieder drücke. Dann legt er so einen Sprint ein. Wenn ich die Sprint-Taste gedrückt halte, passiert irgendwann nichts mehr. Usch. Nochmal Bim, bitte. Oh mein Gott, das war ein sehr nahes Knacken. Ja, im Moment würde ich sagen, wir sind nicht auf dem richtigen Weg, weil er so gar nichts mehr sagt, der Protagonist. Aber ich höre die Glocke aus dieser Richtung, deshalb laufe ich einfach weiter. Ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Bei diesem gemütlichen Waldspaziergang, den ich gar nicht so gemütlich finde. Ich weiß auch nicht, ob
das Gebiet sich dann quasi irgendwann im Kreis dreht. Also wenn ich mich zu weit von dem Ziel... Jetzt habe ich es von hier gehört. Ich glaube, diese Glocke veräppelt mich. Die nimmt mich hoch. Auf jeden Fall. Im Ernst? Die verändert doch ihre Position. Oder meine Kopfhörer sind kaputt. Ich glaube, diese Glocke führt mich im Kreis. Oder das ist irgendwie Absicht? Keine Ahnung. Ich habe einfach nur Angst, dass diese Gestalt immer noch hinter mir ist und ich irgendwann tatsächlich im Kreis laufe und dieser Gestalt dann in die Arme. Das ist jetzt die Richtung, aus der die Glocke kommt. Bin ich mir noch sehr sicher? Ja, das ist die. Also... ich weiß nicht, ob das hier Absicht ist. Manchmal bauen sich die Texturen der Bäume sehr spät auf. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass mich das erschrecken soll. Also, dass das nicht irgendwie ein Grafikfehler ist oder so. Sondern, dass ich mich fürchten soll. Oh, das sieht irgendwie meilensteinig aus. Als die Jahre vergingen, wurde es immer schwieriger für meine Mutter, mich zur Schule zu bringen. Mein Vater musste vorschlagen, dass ich mit der Schule aufhöre. Aber ich habe darauf bestanden, alleine zur Schule zu gehen. Schlechte Idee. Wieso ist hier eigentlich ein Friedhof mitten im Wald? Das müsste dann echt der gruseligste Schulweg aller Zeiten sein. Also jetzt mal ganz abgesehen von den verhüllten Gestalten, die hier offenbar durch den Wald laufen. Gruselige verlassene Hütte, Friedhof... eigentlich nur ein verlassenes Irrenhaus. Da, glaube ich. Jetzt klang die Glocke aber anders. Ich meine, mal im Ernst. Noch eine verlassene Heilanstalt, dann haben wir alles Gruselige zusammen. Oh mein Gott, was ist das? Was auch immer, das ist, ich gehe woanders hin. Oh mein Gott, was war das? Ich werde das Video auf jeden Fall aufhellen, bevor ich es bei YouTube hochlade. Vielleicht kann ich dann ein bisschen besser was erkennen. Ein bisschen mehr erkennen, würde ich sagen. Jetzt gerade wirklich sehr hastige Schritte hinter mir. Ja, das sind irgendwie nicht meine. Glaube ich. Weil sie unabhängig davon, ob ich gerade sprinte oder nicht, relativ hastig zu sein scheinen.